Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute einmal erklären, an welchen Siegeln ihr ein fair produziertes Kleidungsstück erkennt. Doch warum brauchen wir überhaupt Siegel? Standardmäßig ist an jedem Kleidungsstück ein Etikett befestigt, nur das gibt uns leider so gar keine Aufschlüsse über die Hintergründe. Oft steht einfach nur drauf, aus welchen Fasern wurde es hergestellt und maximal ein Made in, wobei das auch ganz viele Schlupflöcher zulässt, denn oft ist das einfach nur der Hintergrund, wo wurde der letzte Produktionsschritt dieses Stückes angefertigt. Wir erfahren nichts über die Arbeitsbedingungen vor Ort, über die Chemikalien, die verwendet wurden. Das heißt, wir bräuchten eigentlich ein Siegel, das uns auf den ersten Blick sofort sagt, hey, wenn ich dieses Stück kaufe, dann habe ich dort keine Ausbeutung unterstützt. Es wird einfach zu fairen Arbeitsbedingungen hergestellt und es sind weder die Umwelt noch Personen dabei zu Schaden gekommen. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, wenn wir ehrlich sind und unsere Kleidung kaufen. Aber so schön wie das klingt, dass wir ein Siegel haben, an dem wir sofort alles erkennen, so schön ist es leider nicht, denn es gibt zahlreiche verschiedene Siegel, die verschiedene Kriterien haben, die ein Kleidungsstück erfüllen muss. Und deswegen würde ich euch heute gerne einmal 6 der für mich wichtigsten Siegel einmal zeigen, sodass ihr vielleicht ein bisschen mehr in dem ganzen Siegel-Dschungel durchblickt. Ich werde immer wieder von euch gefragt, wo ich meinen Schmuck kaufe. Und umso mehr freue ich mich, euch heute den Sponsor dieses Videos vorzustellen, Steelnest. Steelnest ist ein Schmucklabel aus Berlin, das wirklich unglaublich schönen und reduzierten Schmuck herstellt. Die Sachen werden aus recyceltem Gold und Silber hergestellt, sind also sehr, sehr nachhaltig und die Sachen werden in Handarbeit von Goldschmieden im Schwarzwald gefertigt. Dabei wird jedes Stück wirklich erst gefertigt, wenn ihr es bestellt. Das bedeutet zwar zum einen, dass ihr eine Lieferzeit von 14 Tagen habt, aber auf der anderen Seite keine Überproduktion entsteht und die Ressourcen wirklich optimal genutzt werden. Und ich muss sagen, ich finde die Vorstellung super, super schön, dass wenn ich dort einen Teil bestelle, es wirklich nur für mich hergestellt wird. Neben der Nachhaltigkeit und einfach der Optik, die überzeugen muss, ist ein drittes Kriterium für mich sehr wichtig, nämlich, dass der Schmuck langlebig ist. Der Goldschmuck wird bei Steelnest aus einer Basis von 925er Sterling-Silber hergestellt und dann mit einer 24 Karat Goldschicht beschichtet. Das bedeutet einfach, dass ihr sehr, sehr viele Jahre Freude an diesem Schmuck habt und ihn lange tragen werdet. Ich habe mich aus dem Sortiment für die Marm Band Hoop Ohrringe entschieden, weil es einfach die perfekten klassischen Ohrringe sind. Ich finde, sie haben eine optimale Größe, sie fallen auf durch die Breite und sind trotzdem sehr zurückhaltend und sehr schick. Und was ich vor allen Dingen gut finde, ist, dass sie komplett geschlossen sind. Als zweites Stück würde ich euch gerne die Moonseal Kette zeigen. Die dazugehörige Kette könnt ihr übrigens in verschiedenen Längen und es auch in verschiedenen Kettenformen bestellen. Also ich habe mich jetzt für die Satellite-Kette entschieden, die so kleine Kügelchen in regelmäßigen Abständen entlang der Kette hat und für die kurze Variante, die 45 cm lang ist. Ich verlinke euch beide Schmuckstücke unten. Außerdem darf ich mit euch den Rabattcode bei Marin10 teilen, mit dem ihr 10% auf das gesamte Sortiment bekommt. Ja, schaut euch einfach mal um. Ich finde, Steelnest hat unglaublich schönen Schmuck und mir ist die Auswahl wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Also viel Spaß! Denn nur weil ein Siegel an dem Kleidungsstück befestigt ist, heißt es noch lange nicht, dass dieses Kleidungsstück auch wirklich fair produziert wurde. Es gibt nämlich leider ganz, ganz viele schwarze Schafe in der Branche, unter anderem, um mal eins zu nennen, bei der H&M Conscious Line. Das ist einfach ein Siegel, was von H&M selber hergestellt wurde, was keine unabhängigen Kriterien erfüllt und mal so ganz nebenbei, Conscious heißt auch einfach nur bewusst. Und nur weil wir das Wort bewusst an ein Kleidungsstück schreiben und das vielleicht auch noch mit einem grünen Etikett versehen, heißt es noch lange nicht, dass dieses Kleidungsstück auch wirklich zu fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde. Das nennt man übrigens Greenwashing, falls ihr das noch nicht gehört habt. Und das bedeutet einfach, dass große Firmen euch vorspielen wollen, dass ein gewisses Produkt fair und nachhaltig ist, obwohl es das gar nicht ist. Hier wurde zum Beispiel auch der Trend erkannt, dass die Konsumenten immer mehr zu recycelten Materialien greifen wollen. Und deswegen gibt es zum Beispiel Kleidungsstücke, an denen recyceltes Polyester steht. Es ist mittlerweile so, dass in Asien eine Firma Polyester herstellt. Daneben gibt es eine Firma, die dieses Polyester wieder schreddert, sodass das Label hinterher draufschreiben kann, das Kleidungsstück
wurde aus recyceltem Polyester hergestellt und so Kunden verführen möchte, das Kleidungsstück zu kaufen, weil man das ja mit einem guten Gewissen tun kann. Dementsprechend möchte ich heute gerne einfach mal die 6 wichtigsten Siegel vorstellen, auf die ihr achten könnt. Und wenn ihr diese Siegel seht, wisst ihr auch einfach, es handelt sich tatsächlich um ein fair produziertes Kleidungsstück. Als erstes haben wir GOTS. GOTS steht für Global Organic Textile Standard und ist meiner Meinung nach das absolut bekannteste und verbreiteste Siegel. Bei GOTS muss das Kleidungsstück aus mindestens 95% Naturfasern bestehen, also zum Beispiel Baumwolle, Leinen, Seide, und 70% dieser Naturfasern müssen mindestens aus einem zertifizierten biologischen Anbau bestehen. Das Besondere ist, dass GOTS wirklich jeden Betrieb entlang der Herstellungs- und Lieferkette kontrolliert. Also das bedeutet, dass dort wirklich eigene Gutachter persönlich vor Ort einmal im Jahr die Zustände checken, und wenn ein Unternehmen diese Auflagen nicht mehr erfüllt, dann bekommt es auch kein GOTS-Siegel mehr. Ihr könnt euch also sicher sein, dass die komplette Herstellungs- und Lieferkette mit GOTS abgesichert ist und auch den sozialen Mindeststandards entspricht. Wie gesagt, ich finde, es ist eins der wichtigsten und der schärfsten Siegel. Allerdings muss man halt dazu sagen, dass sich das wirklich nur auf Artikel bezieht, die mindestens 95% aus Naturfasern bestehen. Das heißt, die Artikel, die aus Mischgeweben hergestellt sind, können gar kein GOTS-Siegel bekommen. Das nächste Siegel ist IVN Best. IVN steht für Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft. Im Vergleich zu GOTS ist man hier noch schärfer, was, wie der Name schon sagt, Naturtextilien angeht. Die Materialien müssen zu 100% aus einem kontrollierten biologischen Anbau bestehen. Also im Vergleich zu GOTS, die dann nur 70% haben wollen, nur in Anführungsstrichen, ist das hier schon deutlich schärfer. Und bis auf das Nähgarn darf gar keine Chemiefaser vorkommen. Es gibt übrigens auch ein Untersiegel, das nennt sich IVN Naturleder. Das ist das einzige Siegel, was sich auf Lederprodukte bezieht und darauf achtet, dass die Leder aus kontrollierter biologischer Tierhaltung stammen. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, nur das nur am Rande. Wie auch GOTS deckt IVN die komplette Lieferkette ab und das Endprodukt wird nach ganz, ganz strengen Vorgaben geprüft, dass es zum Beispiel keine umweltbelastenden und gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffe enthält. Die sozialen Mindeststandards werden ebenfalls mit eingezogen und richten sich nach den Normen der ILO, das ist die Internationale Arbeitsorganisation. Also hier habt ihr wirklich ein Siegel, was sich die komplette Kette ansieht und sich auch noch auf die sozialen Standards fokussiert. Sehr, sehr gut. Und ihr wisst, wenn ihr dieses kleine Stück kauft, besteht es zu 100% aus einem biologischen Anbau, der kontrolliert wurde. Mischgewebe fallen allerdings auch hier wieder raus. Das nächste Siegel, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist das Standard 100 von Ökotex. Ökotex ist ein Zusammenschluss von Textilforschungs- und Prüfinstituten. Das Siegel ist wirklich super bekannt. Ich glaube, jeder, der sich in irgendeiner Form schon mal mit Fair Fashion auseinandergesetzt hat, kennt dieses Siegel. Ihr findet es sehr häufig an Unterwäsche und Babykleidung. Die Kleidungsstücke werden bei Ökotex auf Rückstände von Schadstoffen überprüft. Das heißt, es wird geschaut, dass wirklich keine verbotenen Schadstoffe mehr nachweisbar sind und keine gesundheitsschädlichen Chemikalien. Ich muss dazu sagen, es wird aber nicht überprüft, welche Schadstoffe vor Ort eingesetzt werden, sondern nur, welche Chemikalien am Ende noch nachweisbar sind. Das heißt, alles, was aus der Kleidung rausgewaschen wird, zählt nicht. Außerdem kümmert sich das Siegel Standard 100 nicht um soziale Standards. Um die zusätzliche Lieferkette abzudecken, hat Ökotex noch ein weiteres Siegel auf den Markt gebracht. Das nennt sich Made in Green. Hier überprüfen sie wirklich die gesamte Lieferkette nach ökologischen und sozialen Standards. Und was ich spannend finde, ist, jedes Produkt ist mit einem QR-Code gekennzeichnet, über den ihr die Lieferkette wirklich zurückverfolgen könnt und ihr eine sehr starke Transparenz bekommt. Letztendlich ist das Siegel relativ ähnlich zu GOTS, wie ich finde. Allerdings verlangt Made in Green nicht den Einsatz von Bio-Baumwolle und das gehört zu den stärksten Gütesiegeln auf dem Markt. Ein Siegel, was ihr wahrscheinlich aus dem Lebensmittelbereich kennt, ist das Fair Trade Siegel.
Hier gibt es das Untersiegel Fairtrade Certified Cotton. Das bedeutet, dass ein Kleidungsstück zu 100% aus fair angebauter und fair gehandelter Baumwolle besteht. Im Klartext, die BaumwollbäuerInnen bekommen einen fairen Preis für ihre Ware und es gibt permanent Schulungen, wie sie zum Beispiel auf Bio-Baumwolle umsteigen können oder hier den Anbau verbessern können. Hier wird besonders auf die Arbeits- und Lebensbedingungen geschaut, dass diese einfach langfristig verbessert werden. Einmal, um es noch ganz klar zu sagen, es geht also wirklich nur um den Anbau von Bio-Baumwolle und nicht zum Beispiel um die Lebensbedingungen der Näherinnen. Außerdem schaut Fairtrade entlang der Herstellung, dass Verbindungen zu Unterstützungsprogrammen geschaffen werden. Also dass zum Beispiel gezielt Mitarbeiterinnen gefördert werden über diese Mitarbeiterstandards hinaus, dass es Schulungen zum Thema Gleichstellung gibt und hier also einfach konkrete Maßnahmen ergriffen werden, die auch kontrolliert werden. Ein weiteres Siegel von Fairtrade ist das Fairtrade Textile Production. Das ist wieder, wie bei Ökotex auch, die Steigerung. Hier wird die gesamte Textilkette mit einbezogen, also zum Beispiel auch die Herstellung, die Verpackung, der Handel, der Vertrieb. Fairtrade Textile Production legt den Fokus eher auf die Arbeits- und Handelsbedingungen. Also zum Beispiel ist Kinder- und Zwangsarbeit verboten. Es wird darauf geachtet, dass keine schädlichen Chemikalien verwendet werden. Stattdessen wird gefördert, dass nachhaltige Fasern zum Einsatz kommen. Und dann sind wir auch schon bei Siegel Nummer 5 angelangt, der Fair Wear Foundation, die im strengen Sinne eigentlich gar kein Siegel ist, was sich an Kleidung befindet, sondern eine Non-Profit-Organisation. Das bedeutet, dass hier eigene Trainer daran arbeiten, die Bedingungen in den Textilfabriken zu verbessern. Die Fair Wear Foundation ist in 15 Ländern aktiv und derzeit sind 180 Bekleidungsmarken Mitglied. So läuft das Prinzip nämlich, dass Unternehmen hier Mitglied werden können und dann die Auszeichnung der Fair Wear Foundation bekommen. Also es wird nicht wie bei den anderen Siegeln ein Produkt zertifiziert, sondern ein komplettes Unternehmen. Und wenn eine Bekleidungsmarke Mitglied bei der Fair Wear Foundation ist, dann verpflichtet sie sich, den 8 Fair Wear Foundation Arbeitsnormen einzuhalten. Die besagen zum Beispiel das Verbot von Kinderarbeit, Arbeitszeiten werden kontrolliert, es muss das Existenzminimum als Lohn ausgezahlt werden, es gibt ein Recht auf Tarifverhandlungen und so weiter. Das bedeutet also, dass ihr, wenn ihr ein Unternehmen habt, was Mitglied in der Fair Wear Foundation ist, dass ihr ein Produkt kauft, was unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde. Die Fair Wear Foundation richtet sich nicht auf Biobaumwolle, kontrollierten biologischen Anbau etc., sondern allein auf die Arbeitsbedingungen. Und an diesem Punkt merkt ihr einfach, wie wichtig es ist, dass ihr wisst ungefähr, was diese Siegel bedeuten. Denn manche von ihnen richten sich ganz klar an die Arbeitsbedingungen, andere irgendwie richten sich auf einen bestimmten Part, wie zum Beispiel den Bio-Baumwollanbau. Und wieder andere decken die kompletten Lieferketten ab. Hier muss man einfach so ein bisschen Informationen an der Hand haben, um zu wissen, was für ein Produkt man da auch jetzt wirklich vor sich hat. Und dann wären wir auch schon am Ende. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen ersten Überblick zu den Siegeln bekommen. Wenn ihr euch da weiter einlesen wollt, verlinke ich euch jedes Siegel unten. Ich wollte das Video eher knapp und informativ halten, sodass ihr einen groben Überblick bekommt und jetzt kein Video machen, was vielleicht 25 Minuten geht und was da super in die Tiefe zu den Arbeitsbedingungen und so weiter geht. Ich glaube, das überfordert viele und ist vielleicht auch für so einen Sonntagabend nicht unbedingt das Richtige. Aber hier habt ihr vielleicht so den Anstoß, wenn ihr euch da weiter einlesen wollt, macht das gerne. Außerdem vielleicht noch eine weitere Information. Gewisse Siegel, wie zum Beispiel das GOTS-Siegel, sind sehr, sehr teuer für ein Unternehmen, sich hier zertifizieren zu lassen. Das bedeutet, dass ganz, ganz kleine neue Labels oft diese Siegel nicht haben, weil sie es einfach schlichtweg nicht leisten können. Solltet ihr bei kleinen nachhaltigen Labels kaufen, die diese Siegel nicht haben, dann schaut doch mal auf der Internetseite oder wenn dort nichts steht, dann fragt mal nach, weil bei vielen steht tatsächlich schon in dem Über uns Part oder Hintergründe drin, dass sie ein solches Siegel gerne beantragen wollen, aber sich derzeit einfach nicht leisten können. Gut, wenn ihr mehr Videos zu solchen Themen haben wollt, dann schreibt mir das gerne unten. Also vielleicht auch, was ich mal sehr spannend finde, welche Materialien sind eigentlich am nachhaltigsten bei Kleidung oder whatever. Fragt es einfach, dann weiß ich, was euch interessiert und dann mache ich gerne ein Video dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch da und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag sehen.